Erstmal gut Kick vom Elsterweg. Es geht wieder los bei unseren Wölfinnen mit einem neuen Trainerteam, neuen Spielerinnen und wir waren für euch beim ersten Training dabei. Ja, der Umbruch ist sehr, sehr groß. Wir haben insgesamt 14 Teammitglieder verabschiedet, Spielerinnen, Trainer und aus dem Staff und haben auch 14 neue jetzt dazu bekommen. Klar sind alle total fokussiert und voller Vorfreude, freuen sich, dass sie hier beim VfL Wolfsburg spielen können und arbeiten können. Und diese Vorfreude wollen wir natürlich mitnehmen vom ersten Tag, damit der Umbruch so schnell wie möglich ja auch positiv vonstatten läuft. Der neue Cheftrainer unserer Wölfinnen heißt Tommy Stroth. Und wie sahen seine ersten Wochen in Wolfsburg aus? 3 Wochen bin ich jetzt eben auch hier in Wolfsburg, habe mir den Verein einmal von innen angeschaut, Kollegen kennengelernt, die Geschäftsstelle mir mal angeschaut und so weiter. Und die Vorfreude ist eigentlich mit jedem Tag gestiegen und ich bin froh, dass heute die erste Einheit dann eben auch auf dem Platz war. Und ich sag mal, ja, es einfach jetzt richtig losgeht. Und wo setzt er die Schwerpunkte in der Vorbereitung? Natürlich die Spielidee, Kleinigkeiten, die wir anpassen wollen, dementsprechend auch stabil anzupassen, sodass wir in 6 Wochen in der Lage sind, Spiele zu gewinnen gegen Gegner, die uns alles abverlangen werden. Ja, die ersten Eindrücke waren wirklich super. Ich bin seit Dienstagabend hier, habe mich in der Wohnung super eingelebt schon. Habe schon ein paar Orte gesehen, war am Allersee, habe das schon angeschaut, den Schlosspark. Habe das Team kennengelernt, das Team hinterm Team kennengelernt und bin wirklich positiv überrascht. Der erste Eindruck stimmt schon mal. Ja, ich hatte natürlich das Glück, hier bei super Wetter anzukommen und ja, die Umgebung gefällt mir. Wolfsburg scheint sehr grün zu sein. Ich war auch schon am Allersee mal spazieren, also die Umgebung gefällt mir schon mal. Der Verein war ja heute auch der erste Tag, alle zusammen. Viele neue Gesichter natürlich. Ich kenne ja viele Gesichter schon, auch aus alten Vereinen oder aus der Nationalmannschaft. Und ist natürlich eine qualitativ sehr gute Mannschaft. Und man hat auch im ersten Training sogar schon gesehen, dass alle Gas geben und alle direkt von Anfang an dabei sind, damit wir hier was Gutes entwickeln können dieses Jahr. Eine, die sich ganz besonders auf den Trainingsstart gefreut hat, ist Pauline Bremer. Nach 9 langen Monaten Zwangspause konnte sie heute erstmals wieder mit dem Team auf dem Platz stehen. Ja, es waren sehr lange 9 Monate. Habe mich ja Anfang Oktober verletzt. Dann gab es noch ein bisschen Komplikationen mit dem Nagel, der noch entfernt werden musste operativ. Und im Januar dann die Kreuzband-OP. Danach ging alles aber nach Plan. Ich habe dann wieder im Kraftraum geschuftet, Muskelaufbau, bis ich wieder laufen konnte. War dann eine lange Zeit immer im Lauftraining. Und dann kurz bevor die Sommerpause war, durfte ich auch schon wieder mit dem Ball auf den Platz. Das war sehr, sehr gut und das Knie macht super mit. Knappe 6 Wochen ist das letzte Pflichtspiel unserer Wölfin jetzt schon her. Und da bleibt natürlich die Frage offen, wie die Mädels die freie Zeit genutzt haben. Die Sommerpause habe ich jetzt genutzt, um einfach Fitness voll aufzubauen, den Laufplan zu machen. Und jetzt bin ich bereit und fit, wieder richtig auf dem Platz anzugreifen. Ja, ich war eigentlich nur zu Hause, habe mal ein bisschen abgeschaltet, habe die Familie gesehen, mal ein bisschen entspannt und runtergekommen, damit man jetzt frisch in die neue Saison gehen kann. Hab die Zeit mit meinen Eltern, meiner Schwester verbracht, war auch gar nicht im Urlaub, habe es echt sehr genossen, mal zu Hause zu sein und habe dann entspannt, war ab und zu mal am See, habe das gute Wetter genossen und mich dann langsam auf die Zeit hier vorbereitet. Das war's auch schon mit dem Trainingsstart unserer Wölfinnen hier vom Elsterweg. In den nächsten Wochen soll der Grundstein gelegt werden für eine erfolgreiche Saison. Das Herzstück der Vorbereitung bildet das Trainingslager im August. Auch da werden wir wieder für euch live vor Ort sein und euch mit allerhand Content rund um die Wölfinnen versorgen. Bis dahin, macht es gut und bleibt gesund, euer Mike.